Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Weil es ja nun die weihnachtliche Zeit ist, wollen wir auch mal ein bisschen Weihnachtskram nehmen. Wir haben hier gefüllte Herzen von der Firma Weiß. Das sind zarte Lebkuchen mit feiner Fruchtfüllung. Wollen wir mal gucken, da sind Anissterne drauf. Und ich nehme mal an, das soll auch irgendwie Mandarine oder sowas sein, was da abgebildet ist. Naja, lassen wir uns mal überraschen. So, hier ist die Nährwertstabelle. Könnt ihr ja mal wieder einen Blick drauf werfen. Hier sind die Zutaten. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. So, und dann wollen wir mal die ganze Sache probieren. Wir machen das hier mal auf. So, so voll sind die. Jetzt machen wir ein kleinen Teller rausholen. So. Mal eins aufschneiden. Aha. So sieht die Fruchthülle aus. Und dann wollen wir mal eins probieren. Ja, wie ich es mir schon gedacht habe, ich habe jetzt mal hier diese Fruchtfüllung rausgenommen. Mal extra probiert und siehe da, es schmeckt nach Mandarine. Also gehe ich mal von aus, dass da irgend so ein Gelee mandarinartig, kann auch Apfelsine sein, das will ich jetzt nicht unbedingt bestreiten. So, was habe ich denn für das ganze Paket bezahlt? Ach so, ja, gekauft natürlich bei Kaufland. Und ja, für 49 Cent habe ich diese Tüte hier bei Kaufland gekauft. Ich sage mal, 49 Cent ist ja nun nicht die Welt. Und für den Preis, der Lebkuchen da drin schmeckt sehr gut. Die Zartbitter-Schokolade drumherum, die schmeckt auch sehr lecker. Und ich sage mal, für 49 Cent sind die richtig lecker. Ich muss aufpassen, dass ich die nicht jetzt alle wegmampfe. Also, ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Und ja, sie schmecken lecker. Ja, weiter weiß ich eigentlich auch nichts. Gut, das war dann erstmal dieses Video. Dann seid gespannt auf das nächste, was dann kommt. Und wir sehen uns dann. Und tschüss.